Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu meiner Fallstack Rebirth! So, der letzte Part hat gut angefangen und ist dann schlecht ausgegangen und ich hoffe, ich sag mal so, ich habe eine Idee. Und zwar werde ich diese ganzen Items, die man sich hier freischalten kann, einfach offscreen freischalten. Im Verlauf der nächsten Woche irgendwann. Und wir machen jetzt einfach mal eine Challenge. Und zwar kann man da so ganz schnell durchschalten, dass man irgendeine... Nee. Okay, nehmen wir mal irgendeine Computer-Savvy. Das klingt schön. Probieren wir es mal aus. Computer-Savvy. What the fuck? Okay. Was haben wir denn alles? Technology 1, Technology 2 und Spoonbinder. Mehr nicht. Das sieht so krass aus. Okay. Es ist stark. Es ist sehr stark. Das einzige Problem ist, dass es wenig Schaden macht. Also, so auf Dauer wenig Schaden macht. Okay, also ich gehe mal davon aus, dass wir keine Item Rooms öffnen können. Alter, wieder ausrastet der Laser. Das ist ja eine ziemlich einfache Challenge, oder? Ich meine, man trifft ja immer. Kommt mir auf jeden Fall ziemlich einfach vor. Naja, werden wir sehen, wie weit das jetzt einfach wird. Im Moment ist es auf jeden Fall noch ziemlich entspannt. Evil up? Nö. Ich weiß gar nicht, wie weit wir kommen müssen. Ich hab doch keine Ahnung, Freunde. Der Horn, der ist gar nicht mal so schlimm. Gar nicht mal so schlimm. Wir machen wirklich gar keinen Schaden, das ist das Problem. Guck mal. Irgendwie backt der ein bisschen rum, ne? Jetzt ging's gerade wieder, aber die Humming-Tiers, die buggen ein bisschen. Weil eigentlich müsste ich ja nur hier stehen können. Aber wobei, die buggen wahrscheinlich wegen der Töpfe. Das wird sane. Die haben ein Problem mit den Töpfen. Die haben ein Topfproblem, Freunde. Ein grundsolides. Aber wir wurden noch keinmal getroffen. Und wenn das so bleibt, sieht's gut aus. Und ein HP ab. Warum nicht? Weiter geht's. Oh, ich hätte eigentlich das Herz mitnehmen sollen, aber egal. Ich glaube, wir müssen nur nur Mom besiegen, oder? Habe ich das richtig entdeckt? Es ist einfach ein bisschen sehr stark, finde ich, so für eine Challenge. Auch dafür, dass man halt keinen Goldraum kriegt. Trotzdem. Ich meine, man hat in der ersten Ebene eigentlich schon gewonnen irgendwie. Na gut, gewonnen ein bisschen übertrieben, aber man ist auf jeden Fall schon mal sehr stark am Anfang. Guckt's euch an. Man, look at that. Oh, ich bin doch grundsolide dumm, bin ich gerade. So. Das Einzige, was uns fehlt, ist halt Schaden. Wenn wir jetzt noch so Polyphemus hätten oder so, das wäre natürlich krank. Weil die da bestimmt nicht... Oh Gott. Die Güte von geändert haben. Die werden bestimmt gar nichts daran geändert haben, wie sich das verhält zueinander. Naja, das werden wir ja sehen, wenn wir es haben. Ne? Nicht in der Zukunft schwelgen, sondern in der Gegenwart. Irgendwie sind die Homing-Tiers komisch. Warum haben wir jetzt ein Herz bekommen? Ist das wegen der Umbilical Cord? Das wäre sogar ziemlich cool, wenn das so eine Art Gimp-Effekt hätte. Das wäre doch ziemlich nice. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Was haben wir denn hier rechts? Okay. Ist es eigentlich mittlerweile bei allen Challenges so, dass man... dass man keine Item Rooms betreten darf? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es doch nicht. Und durch Amnesia weiß ich überhaupt nicht, wo wir waren. Hier waren wir schon. Hä? I don't know. Hier müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo hoch.
Ich weiß doch nicht. Hier waren wir auch schon drin. Da gibt's nichts. Waren wir da schon? Ah, hier waren wir noch nicht. Das macht Sinn. Die Homing-Tiers sind irgendwie ein bisschen komisch manchmal, ne? Die visieren irgendwie manchmal Feinde an, die man gar nicht anvisiert haben möchte. So. Kommen wir da mit einer Bombe ran? Ich hoffe. Jip, jip. Und wir kriegen Missing Page. Da wollte ich lieber Umbilical Cord. Klingt irgendwie besser. Oh, wir brauchen noch eine Bombe, dringend. Irgendwie sind die Homing-Tiers komisch, oder? Ich meine, sie treffen überhaupt nicht. Ach so. So. Och Gott. Umbilical Cord ist ja ein ziemlich gutes Trinket gerade so. Ein sehr defensives, aber ein sehr gutes. Und wir brauchen noch ein... Mensch, wir brauchen so viel. Wir sind bedürftig, Freunde. Very bedürftig sind wir. Oh, hier ist noch eine Münze. Zack. Mehrere waren da sogar, okay. Monstro! Ist jetzt kein Problem da wirklich drin. Auch wenn er ein Elite-Monstro ist. Tja. Also, ich finde es ein bisschen zu stark, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Es ist schon dezent stark. So, Speed up, okay. Und ein Devil Deal mit. Okay, ja doch. Einfach nur deswegen, dass wir halt die Chance haben, Gabi zu werden. Und das ist immer sehr gut. Das sollte man immer mitnehmen. So, einmal kurz gucken. Ja. Okay. Also wenn das bei allen Challenges so ist, das finde ich in Ordnung. Muss ja auch irgendwo dann die Grenze gesetzt sein. Mit Bossen. So, okay. Also ich meine jetzt von der Entfernung, die man gehen muss. Und hier, Missing Page. Könnte ich jetzt aufnehmen und in den Sacrifice Room gehen. Mich da töten und dann hätte ich ein Puzzleteil freigeschaltet, womit man The Lost freischalten würde. Habe ich auf jeden Fall so im Wiki gelesen. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich das auch mache, wenn sich was ergibt. Aber ich gehe mal auf. Ich mache das einfach so. Ich werde... Oh, viel Geld. Offscreen ein bisschen spielen. Und wenn dann... Oh, guck mal. Tinted Rock. Wenn dann die Chance kommt, mit dem Gewissen, mit dem... Ich muss erstmal lernen zu reden. Mit der Missing Page werde ich es auch nutzen. Werde ich es natürlich auch aufnehmen und alles. Und dann können sich alle freuen. Yay. Alle freuen sich. So. Okay, nehmen wir das mal mit. Und ditte. Düs. Und hier springen wir auf. Wir kriegen. Okay. Oh, nice. Small Rock. Haben wir schon zwei Schaden. Sehr, sehr gut. Schaden ist momentan wirklich alles. Weil ich meine, wir machen schon guten Schaden. So ist es nicht. Aber es ist, gibt ja immer mehr, ne? So, was haben wir hier? Okay. Keine schöne Ausbeute, aber immerhin. Man soll sich ja nicht immer beschweren. Und der Laser ist echt cool. Guckt ihn euch mal an. Sehr gut programmiert auf jeden Fall. So. Oh, cool. Was haben wir hier? Health down. Nicht so cool. Piep, alter Kollege. Du alter Ganove. Na, alles fresh. Eigentlich können wir nur auf Entfernung bleiben die ganze Zeit. Weil er uns sowieso nicht schaden kann. Also er könnte uns natürlich schaden, aber ist dann auf jeden Fall schwerer für ihn, uns zu schaden. Seine Augen sind natürlich nervig. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Tot. Okay, Tears und Shots wieder ab. Wie schnell schießen wir? Sehr schön schnell. Krampus habe ich mir irgendwie schon gedacht.
Aber der kann uns ja irgendwie gar nichts, glaube ich. Weil wir ja die Humming-Tiers haben. Und die snacken den natürlich schön weg. Jo. Combo-Set? Nö. Nö. Oder? Nee, wir sind schon stark genug. Weiter geht's. So. Noch drei Ebenen. 9 Minuten spielen wir gerade erst. Das ist ja schlimm. Oh Gott. Oh mein Gott! Alter, die Humming-Tiers sind komisch. Ich meine, sie aimen so ein bisschen strange, oder? Anglizismus-Power. Es aimt strange. Oh, ach Mann. Oh Mann, oh! Zack. Und eine Bombe dafür, okay. Das ist ja ein schneller Raum. Ist schon krass, die Kombi. Ist das im Spiel implementiert, weil das einfach nur zeigen möchte, wie krass es ist, oder? Ich verstehe es nämlich nicht ganz, weil das halt einfach nur so richtig overpowered ist. Ich meine, gut, wir haben einen Schaden, aber das negiert sich ja durch die Humming-Tiers sowas von. Das Sun, sehr schön. So. Open up! Danke dir! So, ein bisschen im Arcade Room spielen. Wie gesagt, ich gehe einfach lieber zu dem Automaten oben links, weil der schneller geht. Ich mag nämlich einfach diesen in der Mitte überhaupt nicht. Es ist ja nicht mehr lang. Und zack, letzter. Und wir kriegen Lemon Party. Ja, nee. Behalte ich lieber das Sun. Ist ein bisschen besser. Dezent besser. So. Während der... Also ich weiß ja nicht, was der Kelch auf der linken Seite bedeutet, aber ich gehe mal davon aus, dass man dadurch... dass man jetzt keine Achievements sammeln kann dadurch. Würde ich mal so denken. Beziehungsweise Sachen freischalten. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Weil das ist ja eine ziemlich overpowerte Kombi. Was kriegen wir? Speeddown. Oh. Ich glaube, wir sollten das mit den Pillen lassen. Weiter geht's. Gertie Minerdy! Alter, wie der blinkt. Oh, guck mal, wir können richtig schön sliden hier. Das war dumm, dass wir den Schaden bekommen haben gerade. Oh, das war glücklich. Und Toad. Nice. Auch kein Devil Deal. Schade. Weiter geht's. Bei der Challenge kann man, denke ich, ganz gut ein bisschen ausrasten. Also mit... beeilen, meine ich jetzt. So, so, so. Ja, machen wir mal. Wir haben es ja. So, heben wir den noch auf und Toad. Moms Hände. Gut, warum nicht? Uns soll es ja nicht stören. Und du bist auch weg. Sehr schön. Kriegen eine Kiste dafür mit meinem Herzen. Ja, okay. Wir sind sowieso stark genug. Also der Small Rock hat uns das eigentlich alles schon gut beschert. Oh, puh. Puh. Weiter. Alter, ich bin nicht rausgekommen. Ist ja schlimm. Naja, ein halbes Herz Schaden darf man sich nicht beschweren. Nicht bei dieser Kombination. Tinted Rock? Nö. Habe ich auf jeden Fall keinen gesehen. Alter, die Humming-Tiers sind einfach so krass. In Verbindung hiermit. So. Probieren wir es noch einmal. Oh. Und Pretty Fly. Herrlich. Von wegen, wir sollten lieber aufhören damit.
So. Zack. Nice. Gucken wir mal hier unten rein. Probieren wir es aus. Naja. Was hast du für uns? Pheromones, okay. Und? Bad Gas. Ah, okay, nichts Schlechtes, aber auch nichts Gutes. Na gut. Hier nochmal alles ausmachen an Feuer. So. Einfach. Es ist halt. Es ist die Item-Kombination einfach. Es hat überhaupt nichts mit irgendwie Skill zu tun oder so. Es hat einfach nur was mit Glück zu tun, was du für Räume bekommst. Ich weiß gar nicht, was das hier macht. Vielleicht kriegen wir noch zwei Münzen hier raus. Oh ja. Nice. Filled with goodies. Vielleicht, wenn wir Schaden bekommen, fällt da ein Item raus. Das wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich. So. Jo. Okay. Okay, Uday. Einen Moment, please. So. Nee, den lassen wir mal in Ruhe, den Kerl. So. Euch nehmen wir aber gerne auseinander. Und next. Krieg. Es ist Krieg. Na, da kommt er her. Ja, genau. Das kannst du gerne machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Es ist einfach zu leicht. Irgendwie. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ist ja nun mal so. Ich meine, mit der Kombi hast du halt überhaupt keine Probleme mit irgendwas. Na gut, mit seiner Geschwindigkeit vielleicht. Aber ich bin doch doof. Ich laufe auch immer direkt in den rein. So, Ball of Bandages, sehr schön. Was hast du für uns? Guppy's Head. Hm. Wir haben sowieso nur noch eine Ebene, von daher lohnt sich das nicht. Healthdown, ja, geile Pille. Sehr geil. Jetzt habe ich das Mikrofon geschlagen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. So. Müsste jetzt die letzte Ebene sein, oder? Oh, hell. What the hell? Komischer Room. Egal. Weiter geht's. Schöner Raum. Den hätte ich die ganze Zeit gerne. Oh, oh. Ich habe zu spät gesehen, dass die Ipekak schießen. Oh mein Gott. Es war so klar, dass ich da Schaden krieg. Egal. So. Noch nee. Na komm. Warum? Na, warum? Warum tust du mir das an? Oh, ich sehe da doch was. Auch wenn es schwer zu sehen ist, man kann es noch irgendwie kann man es noch erkennen. So. Larrys. Das war sogar knapp gerade. Eigentlich muss man bei denen nur warten, dass sie auf einen zukommen. So. Nice. Ja, Shop brauchen wir nicht unbedingt. Das war sogar knapp. Und wir können auch mal wieder Ihmchen benutzen. Luck up, sehr schön. Du hast doch ein Luck up. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gebracht, den Spruch. Was haben wir denn hier drin? Hm? Hm, schön. Viel Geld. Was war da oben links? Hm. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Okay. Ich glaube, wir haben uns gerade zu Anfang die einfachste Challenge von allen geholt. Ich meine, ist ja in Ordnung, habe ich kein Problem mit. Trotzdem ein bisschen komisch. Sehr glücklich auf jeden Fall. Wobei, ich glaube, wir haben, glaube ich, in eine Challenge schon mal reingeschaut. Ich weiß nicht mehr, welche die war. Okay, wir haben Curse of the Labyrinth. Ich glaube, es war der Tank oder so. Alter! Dankeschön! Mehr will ich doch gar nicht. So. Next. Komm. Nice. Schön rübergelaufen. Oh. Was ist denn... Die Humming-Tiers sind ja so extrem einfach nur.
So. Sun! Hat überhaupt keinen Schaden gemacht, das ist ja schlimm. Bin ich dumm? Ich denke schon. So. Schön ein bisschen darauf achten, dass sie nicht stormt. Das ist das Einzige, wovor ich Angst habe gerade. Genau. Denn wir haben nicht so viel Leben gerade. Oh, das war knapp. Wir laufen ja auch in das Viech rein. Okay. Nice, das war's schon. Robo Baby 2.0. Schöner Run. Hat Spaß gemacht. Beim nächsten Mal machen wir noch eine Challenge, würde ich sagen, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Part und wie immer.